Moin Leute, es geht weiter mit Need for Speed Hot Pursuit. Wer hätte denn das gedacht? Ja, die letzte Aufnahmesession ist schon wieder ein bisschen her. Ich habe ein bisschen vorproduziert, deswegen weiß ich hier nichts mehr. Nein. Oh, muss ich gleich mit dem Schnelleinsatz starten? Okay. Vielleicht noch eine Info vorweg. Ich habe irgendwie im Moment gerade ein bisschen Augenprobleme. Meine Sicht ist tatsächlich leicht eingeschränkt. Ich will nicht alle Fahrfehler darauf schieben, aber wenn ich nicht ganz in Topform bin, jetzt hier zumindest, werde ich das zu entschuldigen. Ich hoffe, es bessert sich noch. Na dann, gucken wir mal. Hey! So, was haben wir denn jetzt noch nicht gefahren? Nehmen wir den Cayman S jetzt? Ja. Ich denke, er hat lange genug darauf warten müssen. Und jetzt kommt der Cayman S. Unverwechselbar, energisch, willensstark. Keine Kompromisse eingehen, bewusste Entscheidungen treffen und nur dem eigenen freien Willen gehorchen. Dies ist die Art, wie Porsche ein Auto baut. Charakteristisch ist der Sechszylinder-Boxermotor, der einen niedrigen Schwerpunkt des Wagens ermöglicht. Der Saugmotor verfügt über ein zweistufiges Schaltsaugrohr, das durch gezielte Resonanzen im Ansaugtrakt für mehr Leistung und Drehmoment sorgt. Um den Auftrieb zu reduzieren und die leistungs- und rennsportorientierte Optik zu unterstreichen, wurde die Front mit vergrößerten Lufteinlässen neu gestaltet. Das Zusammenspiel konvexer und konkaver Flächen ergibt ein unverwechselbares Äußeres. Jawohl, nachts bei Gewitter, das liebe ich. Auch hier frage ich mich, warum man den Cayman S genommen hat und nicht den Cayman R, denn der Cayman R ist eine stärkere Variante mit 330 PS. Aber gut, ich will die Leute ja nicht in ihren Entscheidungen beeinflussen, bitte. Nein. Ja, Boxster und Cayman, ja, die Fahrzeuge, die jetzt 2016 einem Wechsel unterzogen werden und damit eine neue Porsche-Generation darstellen. Leider kenne ich mich damit nicht mehr ganz so aus. Auf jeden Fall kommt der typische Sechszylinder-Boxermotor, von dem wir gerade gehört haben, weg. Und ich glaube, das Ganze wird jetzt irgendwie mit einem Turbo aufgeladenen Vierzylinder oder sowas dann getrieben. Bin ich mir nicht mehr sicher. Auf jeden Fall haben wir zwei neue Reihen dann, nämlich 718 Boxster und 718 Cayman. Was soll denn der ganze Verkehr hier? Was ist das denn? Geht ja gar nicht. Ich meine, wie soll ich denn hier fahren? Ich traue mich ja gar nicht mehr auf die Straße. Bei diesen unsicheren Verhältnissen. Hä? Ach Mist, war das eine Abkürzung. Ja, sorry Leute, das habe ich nicht gesehen. Das war zu verwirrend und zu gut sind meine Map-Kenntnisse einfach auch nicht. Naja, auf jeden Fall, ich muss sagen, ich mag den Cayman, also der stellt für mich eine gute Variante dar, so eine schöne Mischung aus eben Boxster und 911er, quasi das Bindeglied dazwischen. Mann, wie lange ist das denn noch? Nicht mehr so weit. Denn jetzt ist es geschafft. Und das war eine souverän verdiente Goldmedaille. Ach, jetzt habe ich die Zeit abgewürgt. Habe ich jetzt gar nicht gesehen.
Ja, aber es war eine neue Bestzeit, sehr schön. Das gibt zwar noch keine Belohnung, aber es sorgt für Aufwind. Jetzt haben wir Escape Lane, ein Hot Pursuit Event. Ab die Fahrt. Aha. Haben wir auch. Tja, dann nehmen wir jetzt, denke ich mal, den M3 der Baureihe E92 und los geht's. Für die Rennstrecke gebaut, auf der Straße zu Hause. Seit über 20 Jahren gibt es diesen Motorsportableger der Dreierreihe. Auch die vierte Generation des BMW M3 kommt der Perfektion wieder ein Stück näher. Angetrieben wird der M3 von einem leichten, hochdrehenden V8-Saugmotor. Dieser M-Power-Motor ist nach dem Hochdrehzahlkonzept ausgelegt. Er leistet 420 PS bei 8000 Umdrehungen pro Minute und dreht bis 8400 Umdrehungen pro Minute. Das charakteristische Dach aus kohlefaserverstärktem Kunststoff hilft, das Gewicht zu reduzieren und den Schwerpunkt abzusenken, während aerodynamische Hilfsmittel den Auftrieb wirksam minimieren. Motorsport liegt in den Genen des BMW M3 Coupé. Fahrzeuge. 18 Kilometer ist lang. Und ich würde sagen, wir wechseln jetzt erstmal hier rüber. Denn als Racer geht es hin ums blanke Überleben. Naja, ums Gewinnen auch, aber erstmal ums blanke Überleben. Und das heißt, wir müssen uns nicht... Was macht der denn? Wir müssen uns nicht mit den Cops duellieren. Sag mal, warum machen die so komische Manöver, wenn ich in der Nähe bin? Die Autos. Wirklich jetzt? Na komm, Fraps, jetzt nicht schlapp machen. Das kann nicht sein. Wir benötigen eine Straßensperre. Tatsächlich. Oh ja. Huch, da ist ein Gegner von mir einfach vom Bildschirm verschwunden. Ach, weil ein Fahrzeug, meine ich. Ja, der M3 ist ein absoluter Klassiker seit jeher, egal welche Baureihe man nimmt. Und er ist uns ja auch aus Most Wanted noch sehr gut in Erinnerung. Denke ich doch mal. Ich hoffe, den hat keiner von euch vergessen. Au! Unverschämtheit. So ein unhöfliches Pack. Wo kommst denn du her? Wie? Der Kopf folgt uns auch hier rein. Was ist das denn? Ja, wiedersehen, liebe Leute. Ich fahr mal hier lang. Hier waren wir ja auch schon. Zuhauf. Gut, da sind wir nicht ganz unfallfrei durchgekommen. Nein, jetzt lenkt das Spiel mich außen rum um die Abkürzungen. Das hasse ich. Ach, wirklich? Und ich muss sagen, leider, leider hat der M3 einen zwiespältigen Ruf. Aber später dazu mehr. Denn jetzt ist eine neue Polizeieinheit vor Ort. Oh nein, Stufe 1, wie gefährlich. Oh nee, und die nächste Abkürzung, wo ich nicht reinkomme. Oh, das... Oh Mensch. Wir müssen das hier jetzt beenden.
Ganz schön viele Straßensperren. Wo war ich auch her, das mit dem zielspältigen Ruf? Denn leider ist der M3 eine gute Karre, da gibt's gar nichts gegen, aber er wird sehr gerne als Tuning-Fahrzeug benutzt von Leuten, die, naja, sehr gerne aus in der Szene, in der russische Bevölkerung zu Hause ist und auch in der türkische Bevölkerung zu Hause ist. Zumindest durfte ich das so erleben. Und auch diese Baureihe hier, die wir jetzt hier haben, aber auch gerade die zwei Vorgängerbaureihen, und damit hat der M3 in diesem Baureihen so ein bisschen den Ruf eines Asi-Fahrzeugs bekommen. Das hat er eigentlich nicht verdient. Oh, wird das eng! Ah. Aber auch hier boxen wir uns einfach eiskalt durch. Oh yes. Wir lassen uns nun überhaupt nichts aufhalten. Auch nicht von neuen Einheiten. Die walzen wir einfach so weg. Ja, das gibt ordentlich was. Ja, da haben wir den DBS als Cabrio-Version. Cabrios werden wir auf Kopfseite leider nie sehen, aber naja. Sowas nehmen wir jetzt noch. Was ist das denn? Oh nein. Das kenne ich noch, das tue ich mir jetzt nicht an. Nein. Was haben wir jetzt hier noch? Ah, das ist auch lang. Machen wir jetzt noch ein Zeitfahren. Oh, das ist aber sehr kurz. Wiederum. Nee, Leute, wir müssen jetzt mal ein paar Meter machen. Okay, dann machen wir doch Point of Impact. Ja. Point of Impact ist tatsächlich eines meiner Lieblingsevents. Das nehmen wir jetzt noch mit rein. Zum Abschluss. Und da ist mein Lieblingsevent. Das habe ich jetzt öfter gefahren. Und zwar in einem stets routinierten Wagen. Und zwar in diesem hier. Und genau den nehmen wir jetzt auch. Ich weiß gar nicht, warum es mein Lieblingsevent ist. Ich kann es nicht richtig erklären. Ach, den hätte ich schon plätten können. Na egal. Verstanden. Straßensperren einhalten direkt. Gut, den hatte ich gar nicht gesehen. Aber auch gut. Haben wir schon mal einen platt. Was ist das denn für eine Straßensperre? Straßensperre wurde passiert. Verdächtiger weiter auf der Flucht. EMP aktiviert. Ziel wird erfasst. Das ging natürlich extrem daneben. Alle Einheiten, Straßensperre bereit. Erwarten weitere Anweisungen. Alle Einheiten, Freigabe für 1076 erteilt. Ich wiederhole, Freigabe für Nagelbänder. Over. Auf die da vorne müssen wir jetzt auf jeden Fall ein bisschen aufholen. Roger, 1073 freigegeben. Straßensperreneinheiten gehen direkt vor euch in Stellung. Ja, genau so wollte ich das haben. Straßensperreneinheiten in Fahrerflucht, benötigen Verstärkung. Verfolgung. Ach, Mann. Das vermisse ich so ein bisschen an Most Wanted.
An alle Einheiten, seid vorsichtig! Ey, warum crasht ihr den nicht richtig? Was ist das für ein Arschloch? Als Maul. Okay, nee. Entschuldigt bitte, aber ich weiß ganz genau, dass ich hier normalerweise besser bin und das möchte ich so nicht stehen lassen. Verstanden. Straßensperren ein Halt direkt vor euch in Stellung. Ich habe ihn. Straßensperren Level 1050, alle vorrücken. Hab ich jetzt zwar auf einmal gestellt, oder was? Verdächtiger setzt Nebel ein. Erbitten Verstärkung. Keine Ahnung. Wie kann denn das verfehlen? Nagelband hat Zielfahrzeug nicht abgebremst. An alle Einheiten, Einsatz von Nagelbändern 3. Ich wiederhole, Nagelbänder sind genehmigt. Over. Ah! Bestätige, Straßensperre ist in Position. Shit, es lief gerade echt gut. Es lief gerade echt gut. Nagelband in eurem Bereich entdeckt. Seid vorsichtig. Hier Straßensperre. Wir sind voll das Verdächtigen an unserem Standort. Boah, alle bauen einen Unfall. Ich verfehle alle. Gibt's ja nicht. Alle bauen einen Unfall. Wahnsinn, was das für Chaoten heute sind. So, jetzt machen wir es aber platt. Roger, T73 freigegeben. Straßensperreneinheiten gehen direkt vor euch in Stellung. Behaltet die Straße im Auge. Boah, der ist weit weg. Hatschappa! Verdächtiges Fahrzeug wurde gestoppt. Gute Arbeit, Officer. So muss das nämlich eigentlich laufen. So, ihr seht, ich bin schon mal deutlich schneller gewesen, aber das sollte wohl heute einfach nicht sein. Egal. Ab hier alle zu stellen ist eine gute Leistung. Das ist absolut okay. Ein bisschen viele Fahrkönnen, gibt's ein bisschen viel Verfolgerfähigkeiten, sehr viel Anwendung von Gewalt. Tja, was soll man sagen, war ja auch viel Gewalt dabei. Jawohl, und ein episches Muscle Car gehört uns. Es war eine etwas längere Ausgabe heute, aber das ist ja nicht schlimm. Beim nächsten Mal werden wir dann weitermachen in gewohnter Manier und ich weiß auch nichts mehr anderes zu sagen, außer liebe Leute, bleibt dran und tja, bis zum nächsten Mal.